Herzlich willkommen hier 1. zurück bei ApoPlay. Und wieder bin ich mit den sogenannten Spastis unterwegs. Und zwar den Max, ey! Den Max und Andragon den von Max, ey. ASB. Und ja, wir setzen unsere kleine Reise hier fort. Wir sind in der letzten Folge oft draufgegangen, haben Rollentausch mit André gemacht. Der hat ja mal als einziger überlebt, ausnahmsweise. 8. Weltwunder, 9. 10. Sowas passiert sonst ja. Nie. Der hat gecheatet. Und jetzt haben wir den Weg wieder zurückgefunden und ja, jetzt sind wir nun wieder hier. Jetzt habt ihr das Wort. Gönnt euch, gönnt euch. Okay, so. So wie man hört, bin ich ein bisschen erkältet. Leider. Und André ist gerade taub oder so und stumm und eigentlich alles. Oder taub, stumm. Was wollte ich bauen? Kann man das hier eigentlich abbauen? Boah. Wie das dieses komische Bernstein-Dings kommt. Oh nö, was gewittert da schon wieder? Hör auf, Mann! Sitz doch nicht die ganze Zeit auf dem Klo! Alter! Digga, was laberst du? Was, Gott oder was? Oder zu wem sprichst du da? Mit dir, Max! Mit dir! Nee, bei mir würde es noch lauter sein. Achso, hast gerade die. Alter Scheiß! Was wolltest du jetzt sagen? Wo hast du eigentlich meine Sachen das letzte Mal reingepackt? Verkauft, verkauft. Und warte. Bei eBay. Wartet kurz. Da ist ein Störenfriede im Haus. So, ich habe irgendein Sleeping Bag einfach genommen. Ich schätze mal, es war mein. Stimmt. Meine, meins. Was weiß ich. So, ich frag mich jetzt, wieso die Scheiße hier nicht funktionieren möchte. Pinewood. Gab's das auch schon im echten Spiel, Pinewood? Sodele. Da habe ich kurz gesagt, dass die ein bisschen leiser sein sollen. Ein bisschen. Halt die Fresse, du Schlampe! Tut mir leid. Hör auf, die ganze Zeit mich zu beleidigen. Ich muss wieder den Zuhälter raushängen. Ja, ja, hatte ja gestern schon gemacht. Ich musste heute zu lange auf gestern? Der Arbeit. Ja, ich glaube schon. So. Oh. Du musst doch irgendwo eine Kiste haben, André, oder? Da hast du doch sicherlich mein Zeug reingepackt. Ich hab's zu Apu hingetan. Ach so, ja, dann hab ich's schon. Zumindest meinen Schlafsack hab ich. Mehr brauchst du nicht. Nice. Ihr müsst jetzt einfach dafür sorgen, dass ihr genug Essen habt. Und nicht sterbt. Genau. Das, und das. Das wäre auch nicht schlecht. Oh, meine Nase läuft schon wieder. Wohin? Nach Afrika! Oh, Scheiße, ich hab Salzwasser getrunken. Afrika. Ich hab. Vorne fliegt schon wieder irgend sowas. Immer diese Scheißviecher. Redest du gerade von deiner Hand? Griffins? Warum soll meine Hand fliegen? Hast du wieder deine. Der steht auf Bitch Slaps, deswegen. Gleich kommt die Hand wieder. Er ist schon so panischer Ängste davor. Oh Gott, ey. Warum Ängste? Ach ja, du stehst ja drauf. Ich sowieso nur noch von diesen Bären. Ja, du kannst es aber nicht auf Dauer machen, ne? Ich brauch Alu. Nicht wirklich. Scheiße, ich hoffe. Wo seid ihr jetzt eigentlich schon hin? Ich bin in so eine Höhle. Was habe ich? Fackeln? Natürlich habe ich keine Fackeln, super. Natürlich hat er keine Fackeln, denn er. So. Was für was? Welches Gedöns braucht man für Iron? Welches Gedöns braucht man für Iron? Ja, um abzubauen. Um das abzubauen. Steht da doch. Nö. Ich kann kein Englisch. Habt ihr irgendwo mal Aluminium gesehen? Schafe. Alu habe ich nicht gesehen. Wie du das meinst. Ich brauche Alu ganz dringend. Aluminium. Hast du Seeds gesehen? Ist das nicht krebserregend? Seeds? Nee, habe ich nicht. Sowas würde ich nicht essen, ganz ehrlich. Wir brauchen Seeds, damit wir Bäume nice. Bauen können, um dann halt Junge, hier nicht irgendwie die ganze Zeit. Alter, hast du irgend so eine riesige Bäume umarmen?
gibt doch diese Bäumenliebhaber, die solche Bäume umarmen. Ja, oder Züge. Das ist eine Religion. Echt? Was? Das mit den Bäumen umarmen ist eine Religion. The fuck. Kann auch sein. Die hast du bestimmt gegründet, oder? Ja. Ich bin allgemein ziemlich... Kann man Schafsfleisch roh essen? Ich probiere es jetzt einfach. Ja, mach das. Bleibt mir ja nichts anderes. Es gibt Schafsfleisch? Ja. Ja, ich würde gerade richtig aber scharf. Aber das finde ich scharf. Das ist Schafsfleisch. Ja. Okay. Kick den mal. Mit Schaf? Mit Schaf oder ohne Schaf? Oh nein, nein, nein. Tin. Oh Gott, wir brauchen Alu, Mann. Was sind Entropy Infused Stone? Alter, was geht da oben ab, Scheiße, Mann? Es wird dunkel und ich bin. Ich muss wieder nach Hause. Nein. Da kann ich auch unser Fleisch alles braten. Ey, was geht über mir ab, Mann? Und erstmal. Bei mir auch. Nein! Na gut. Ich glaube, es ist einfach ein Sturm, oder? Nein! Ey, Junge, die Scheiße ist direkt über mir, Mann. Da ist was nicht normal. Oh, fuck. Nurry. Was weiß ich, Tornado. Ich schwimme jetzt. Also, ich zeige euch sofort die Höhle, die wir sie dann reinziehen. Oh, Scheiße, ich muss rennen. Fuck, der kommt direkt zu mir. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Fuck. Wer kommt auf dich zu? Ich geh in dein Haus, André. Ich geh in dein Haus. Oh, Junge, ich höre mich selber nicht mehr. Sichere Stelle. Oh, fuck. Scheiße. Fuck. Ich bin abgeschnitten von der Welt. Geht schlafen. Ey, hier fliegt ein Schaf vor mir rum. Ich hab keinen Schlafsack. Ich schlafe. Ich kann nicht schlafen, Mann. Ich bin im Wasser. Lol, ein Schaf wird von diesem Tornado angezogen. Lol. Geiler Scheiß. Ich kann nicht schlafen, ich habe keinen Schlafsack. Und ich kann nicht schlafen, weil ich... Ich will hier nicht mehr raus, ganz ehrlich. Ich bin hier reingezogen. André, dein Haus ist wohl doch ein guter taktischer Ort. Er hat sich einen Bunker gebaut. Ich hab schon wieder Schweine. Hat von seinen Verwandten die Bunkerbauten geerbt. Du Bunkersau. Wir wollen natürlich nicht sagen, welche. Nein, Bauten. Natürlich nicht. Sonst ist die NSA wieder hinter ihnen her. So, und das ist, finde ich, jetzt so eine Beleidigung. Jetzt gehe ich hier weg. Jetzt gehe ich hier weg und nehme mir ein Manga und ein Hentai, dann hört du? Ihr nichts mehr von mir. Ich habe keine Hentai-Mangas. Lüg nicht, du so. Da musst du den lieben Max fragen. Der hat alle meine Hentai-Mangas. Ja, das Geile ist, der hat sich ja Hentai-Mangas gekauft. Und das kann er auch nicht mal abstreiten, das hat er wirklich gemacht. Und jetzt hat er sie mir gegeben, weil er selber nicht mehr damit klarkommt, dass er das tatsächlich sich gekauft hat. Von was denn? Was? Von was denn Hentais gekauft? Weiß ich nicht. Zu ihnen fragen. Ja, du hast sie doch. Ich hab nicht reingeschaut. Missbraucht ihr wieder meinen Ofen, Junge? Mann. Ja, ey, lass. Wir bräuchten eigentlich einen zweiten. Ihr bräuchtet eigentlich eine eigenen Ofen. Nö. Ist es jetzt fertig? Es ist mein Vorrecht, bei dir zu wohnen. Ihr nistet euch einfach bei mir ein. Jetzt pennt mal. Thompsons Haus. Hast du jetzt einen Schlafsack, André? Ich schau mal in Thompsons Haus rein. Hast du keinen Schlafsack oder was? Thompson muss das... Hier liegt ein Schlafsack, Mann. Dein Schlafsack liegt auch bei mir, Mann. Ich bin der Herold. Wieso liegt alles bei mir, Mann? Jetzt beweg dich mal her. André, ich geb dir deinen Schlafsack, will ich so. Bei Thompson. Du Sau. Okay. Toll, komm du zu mir, ich will hier nicht runterspringen. Was ist das denn da vorne? Dreh dich mal um, André, was ist das da? Jetzt stirbt er, nein, Spaß. Guck mal, siehst du das komische weiße Ding da? Ja. Rede doch nicht über die Flecke, rede doch nicht über deine Flecken, die auf deinem Monitor kleben. Ja. Dann nicht. Oh,
Alter, scheiße, ich bin am Verhungern. Lass mich in Ruhe, Zombie. Zombie. Die sind sowieso sowas von langsam. Hier dein Schlafsack. Und jetzt verpiss dich schlafen. Ja, mach ich. Thompson. Wer hat mein Hühnchen geklaut, ihr Säcke? Ups, sorry. Und hört mal, wir verrecken nur, weil hier die ganze Zeit mein Fressen auf ist. Und dann hier, reicht das nicht. Hier. Vier Fleisch. Oh, nice. Ja, ich habe aber keinen Hunger auf Fleisch. Kannst du wieder haben. Ich habe gerade schon Fleisch gegessen. Tja, Pech. Ich habe keinen Hunger da drauf, ganz ehrlich. Wie wählerisch kann man sein? Hey, geh weg. Ups. Hey! Ist ja gut, ey, wir sind doch Freunde, chill mal. Ja, okay, such. Wer sagt denn das so? Wer sagt so ein Bullshit immer? Wir sind doch keine Freunde. Jetzt geh mal Essen suchen und Max, geh aus meinem Haus raus. Ohne Witz, man, ich muss irgendeinen scheiß Mod installieren oder Plugin oder whatever. Okay, dann gebe ich dir keine Essen. Dann gebe ich dir jetzt keine Essen. Kannst du nicht, da bräuchtest du dann einen Server. Scheiße. Um solche Mods dann noch mit installieren zu können. Oh Gott. Alter, wer hat hier diesen Scheißhaufen hingebaut? Oh Gott. Wahrscheinlich Thompson, oder? Welchen Scheißhaufen? Keine Ahnung, allgemein jeder Scheißhaufen. So, ich werf dir jetzt Fleisch runter, pass auf. Was für Fleisch? Schafsfleisch. Ja, man, nice. Danke. Boah, fuck, ich bin hungrig. NP. So. Ich muss dringend irgendwas zum Essen suchen. Oh, fuck. Wir brauchen... Oh, ich glaube, ich weiß, warum der Scheißhaufen hier war. Welcher Scheißhaufen, Mann? Weil ich ihn gerade selber wieder hinbaue. Also, so ein Erdelturm. Okay. Und ich habe einen Zombie mit meiner Spitzhacke-Tüte zu, das müsst ihr erstmal schaffen. Lol, hier hat mich gerade eine Spinne gekillt. Lol, hier sowas wie eine Höhle. Lass die Spinnen in Ruhe. Die Spinnen haben auch eine Lebensberechtigung. Nein, genauso wenig. Klingt zwar genauso seltsam, wenig ist aber wie so. Du. Bam, 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 bam. Okay. Und ich bin doch kein Schwein. Und Steingolle. Oder was das auf ein Scheiß ist. Das. André, wo bist du eigentlich schon wieder? Noch einer. Ich erkunde die Map. Essen suchen, nix erkunden. Und? Ist hier nicht irgendwo eine Kohlequelle? Was? Hier muss es doch eine Kohlequelle. What the fuck, ein Steinzombie? Na, ich hab den auch gerade gekillt. Ein Steinzombie? Oh, normaler Zombie. Yay, Zombie! Oh, wie schnell der ist. What the fuck, ein vollen Bogenschuss. Oh, ich hab eine Kettenrüstung gefunden. Kann man die irgendwie reparieren, die ganzen Rüstungen? Mit einem Amboss, aber da brauchst du halt Eisen und sowas, was wir momentan nicht haben. Ich baue gerade Salz aus. Ja, wir bräuchten Aluminium. Sonst können wir keine besseren Werkzeuge bauen, dann können wir auch nichts Besseres abbauen. Ich bin gerade auf Essenssuche. Ah, da, das coole Leid. Nice, Bro, nice. Nein. So wie man vielleicht mitbekommen hat, wir haben auch wieder vor, unseren Kanal wieder zu beleben. Oder haben es schon gemacht? Eigentlich. Lebe, lebe. Ja. Lebe, Kanal, lebe. Wow, 17 Kohle aus so einer scheiß Kohle. Aber, geil. Die sind jetzt auch nicht schlecht. Hilfe, ein Apo ist hinter mir. Ein Apo ist hinter mir. Oh, eine Banane. Ich habe schon wieder fast kein Essen. Meine Banane. Kann ich deine Räucherdinger da benutzen? Oder was das ist? Was? Ja, kannst du. Reifungsdinger. Gönn dir. Wir brauchen Aluminium. Aluminium. Wir brauchen Bienen. Alter, ich ist ein Enderman. Echt krass,
Ohne Witz, wir müssen Alu finden. Das geht ja gar nicht klar hier. Doch, es geht klar. Und ich werde verfolgt. Weil ohne Alu können wir nichts bauen. Das ist blöd. Also mit der Spitzhacke und Flint kann man seine Spitzhacke wieder. Genau. Genau. Mit der hier so ein verseuchtes so Gebiet. Oh Gott, ey. Ich dachte wir. Nein. Was ist das? Schon wieder ein Tornado? Ein Tornado. Fünf Sekunden Tornados. Also nicht die übertreiben ein bisschen. Noch reißen sie nichts raus, die werden noch schlimmer. Noch reißen sie nichts raus. Je länger wir überleben, aber das ist ja nicht unsere Sorge, weil wir eh die ganze Zeit sterben. Ja. Wo du recht hast, hast du recht. So. Das ist vielleicht auch ein Vorteil. Dann bleibt's immer. Ja, ne? Ja, aber den Weg, den man laufen muss, ist irgendwie kein Vorteil. Ne, nicht wirklich. Ja, deswegen würde ich raten, dass wir uns irgendwie einen Server zusammenlegen. Gedöns. Machen. Warum das? Tun. Dass man dann diesen einen Mod installieren kann, wo man dann nur slash spawn eingeben kann und dann, wenn man stirbt, spawnt man gleich dort. Das wäre aber viel zu einfach. Naja, wie schwer soll es denn sein? Wir müssen uns nur ein Bett bauen. Was ist es? Na gut, ein Tod muss auch irgendwie eine Strafe mit sich haben. Ja, deswegen. Stimmt schon. Mann. Wirfst du mir gerade Essen raus? Dankeschön. Es gibt Wasserquellen, die einen heilen, also immer Ausschau drauf halten. Ich bin eh nur die ganze Zeit zu Hause gerade. Kann man Bären nicht einziehen irgendwie? Was? Kann man Bären nicht einziehen, also reinziehen? Nein, da musst also, du den, so, Pflanzen, da musst ernten, den Strauch da auch ab. Bauen. Und wie? Indem du ihn kaputt klopfst. Mit einer. Ist ja, ich meine aber so wie. Mit was? So Blueberry. Meinte ich. Ja, du musst einen halten Strauch da. Die wachsen nicht auf dem Strauch. Achso, nee, die Strauch. Kannst du da nicht. Nee. So ist das Fleisch schon fertig. Drying Rack. Ich ernähre mich nur von Bären. Bear Grylls da. Muss mehr Schafe töten. Unser Schafsschlechter. Ich packe erstmal die Kohle hier rein bei dir, Apu. Ja, mach das mal. Du hast eigentlich das Hauptlager, deswegen sind wir die ganze Zeit bei dir. Ja, wieso eigentlich? Man, ich hatte nichts gemacht. Wir müssen eigentlich ein Lagerhaus machen. Oder jeder packt. Packen wir einfach nur eine Kiste rein und das. Oder jeder packt einfach das bei sich zu Hause hin. Na, irgendwie müssen wir unsere Vorräte teilen. Leute, ich habe eine Mine gefunden, also ein Dings gefunden. Wie heißt die Scheiße? Oh Gott, wie heißt das nochmal? Ah, ja, das ist eine Mine, ja. Oh, mein? Hm? Mein? Adri, wir chillen gerade nur hier. Voll langweilig eigentlich. Gott, ich darf hier nicht drauf gehen. Ey. Oh, hier ist noch Schafsfleisch. Alter, die Trauben geben ganz schön viel. Ja? Zumindest gerade. Wahrscheinlich, weil der richtig Bock auf. Aber wir brauchen irgendwie nachhaltige Wirtschaft noch. Irgendwas Nachhaltiges brauchen wir noch. Ja, wir bräuchten ein Bordell. Es gibt immer schön Geld rein. Apo kennt sich ja schon aus. Normal, Mann. Familiengeschäft seit 1942. Okay. Ja, du weißt Bescheid. So. Ach, das wird deine Mine dann. Was? Ja. André. Oh, Kohle. Oh, fuck, meine Gas, Kohle.
Gas, Gas, Gas. Wie komme ich jetzt? Cool, erzeugt der mal das blöde Gas. Da hinten ist es so. Boah, what? What the hell, man? Du bist im Gas. Ich werde vergast, ich werde vergast, ich werde vergast. Aufpassen, ne? Da darf keine Fackel in den Weg. André baut sich hier Gas. What the fuck? Er hat gerade gesagt. Er hat gerade gesagt. Ja, das wollte ich ja auch machen. Ich wollte. Aufpassen, da darf keine Fackel. Bam! Ich hab's euch gesagt. Geil. Ich wollte das ja machen. Warum? Bist du doof? Willst du hier Sprengarbeiten machen? Oh, ich hab Alu gefunden. Ja. Ich hab Alu gefunden. Fickt euch, Alu. Oh, nur ein Stück, Mann. What the? Baut sich hier Gaskammern, Alter. Ey, warte. Das ist eben mein Leben. Ja. Wir haben ja schon deine Vorfahren angesprochen, also brauchen wir da gar nicht weiter drauf eingehen. Eben. Du so. Ich hab dir immer noch nicht verziehen. Oh Gott, hier, es gibt hier so ein Gebiet. Hey, kannst du mal bitte Holz holen? Alter. Kannst du mir bitte mal Holz holen, Max? Ich doch nicht. Ich glaube, Abo hat noch welches, hol dir einfach welches. Ich will dich ziemlich verarschen. Verpiss euch aus meinem Garten! Du musst dir so Sprengfallen einfach vor dein Haus legen. Ja, ich glaube, ich baue alles da irgendwie so ein Lavagraben oder hast du das nicht gesehen? Oh, ist das heiliges Wasser? Nein, Junge, kein heiliges Wasser, Mann! Oh, ein Creeper. Wo komme ich noch heil nach Hause überhaupt hier? Oh Gott, Gott. Nein, 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 eine Spinne, eine Spinne! Nein, 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 nein! Oh Gott, 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 Gott. Für was braucht man eigentlich Stein? Für bauen. Nein! Alter! Alter! Alter, was ist das? Nein! Oh Gott! Abo stirbt? Ja, hört sich so an. Nein, es hört sich Gott. Irgendwie an, dass ja, jetzt auf einmal... Gott, 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 Gott. Fuck! Dein Mikrofon ist noch an. Ach so. Scheiße, Mann! Junge, bei mir ist irgend so ein Mistvieh gekommen, was total glibberig aussah. Und dann auf irgendeine Scheiße hat mich geschossen oder so. Und du brauchst gar nicht so zu lachen, Mann. Scheiße. Du mit deinen Hentai-Erfahrungen, ey. Mann. Okay. Ich bin fast draufgegangen, das... Ich wusste gar nicht, dass es hier so intim ist. Gott. Aber Kohle kriegt man eigentlich echt schnell zusammen. Aus einer Kohle halt. Kriegt man schon irgendwie 10 Kohle oder so. Ja. Ah doch, baut man einen Dreiergang von, ne? Dreier ist immer gut. Kohle! Kohle, 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 Kohle. Oh Gott, Scheiße. André wird vergast. Er hat sich sein eigenes Gasgrab gebaut. Ohne Witz, ne? Hört auf, das, euch gegenseitig zu vergasen, Mann. Das ist nicht cool. geh weg da, geh weg da. Was, der will auch noch fackeln? Ich höre die ganze Zeit. Ja, das ist der mit seinem Gassprengen. Oh Mann, ey. Geil, was? Ich liebe das. Bam, 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 bam. Ich liebe es. Oh Gott. Product Placement. So. Oh, ich bin gleich so... Wusste nicht, dass Abo so tief sinkt. Für was? Dass er auch noch Product Placement für McDonald's macht. Achso, ja, Mann. Irgendwie muss man Geld reinbringen hier. Mann, Mann, Mann. Was ist das? Oh, scheiße, ein Creeper. Scheiße. Ein Creeper, ein Creeper. Ich kann mich nicht schnell bewegen. Ein Infused Stone? Ich hab Hunger, ich geh wieder zu ab. Was ist dein Infused Stone? Ey, verpisst euch mal. Apo! Was? Apo! Oh nein, Creeper und ich kann nicht schnell laufen. Creeper! Oh nein, noch einer! Mach nicht meine Landschaft kaputt! Du Sau! Das war der Creeper und ich bin tot. Ich weiß. Ich hab dir gesagt, komm nicht her, was? Was ist ein Infused Stone? Ich darf nicht so schreien, Stein. Kälte.
Ja, aber der sieht so grün aus. Ja, den kannst du. Den brauchst du später für Magie, also hier kann man auch später zaubern und so einen Scheiß. André, wie macht man das, dass die Waypoints weiter angezeigt werden? Wow, Hentai-Tentakel. Wie lange ist die Aufnahme schon, ja, wisst ihr das? Nee, hier gibt's irgendwie so ein. Keine Ahnung. Wir sind bald schon bei den 30 Minuten angekommen. Ja, André, sag mal bitte schnell. Jetzt bin ich tatsächlich doch noch gestorben durch diesen scheiß Creeper. Ich bloß nicht zu. Ich hab dir gesagt, komm nicht her. Er hat da echt seine Sklaven hingebaut. Ich hab dir gesagt, komm nicht her, aber nein. Du hast bestimmt die Creeper versklavt. So. Ja, er hat doch gesagt, dass der irgendwie was machen wird. Ja, André, wie lässt man sich diese Waypoints anzeigen? Auf M, auf Waypoints und dann kannst du da rumdrücken. Waypoints. Ja. Teleport, nein. So. Maximum Distance machen wir einfach auf. Unendlich. Oder machen wir mal 5000. Scheiße, jetzt können wir auch nicht schlafen, weil ein gewisser jemand abgekratzt ist. Machen wir doch einfach so. Max! Disconnect! Bitte! Doch! Dieser Abo ist doch auch. Nee, ist ja nicht scheiße. Nein, Mann, ich lebe. Ich lebe! Ich bin gleich wieder da. Dauert nur irgendwie 20 Minuten. Mach Disconnect und dann kannst du in den Tag gehen. Das ist doch viel besser. Aber dafür muss ich Disconnect. Okay, Freunde, ich muss mich wohl opfern. Aber ich wollte dich schon kicken. Das Gute ist, ich nehme sowieso nicht auf. Außer meine Tonspur. Ja. So, Dank. Ist es wieder Tag? Noch nicht. Schläfst du, André? Dann trinke ich kurz was. André! Noch nicht ganz. Schlafen. Schlafen, Beaches, schlafen. Ich schlaf doch schon. Nice. Jetzt kannst du wiederkommen. Okay. Aber kein Bock mehr. Eiskalt. So, Metok. Warum bin ich jetzt auf einmal so langsam? Ja, André, komm und sammel seine Sachen mal hier auf. Du hast meinen Garten hier komplett kaputt gemacht, du Sau. Meine Fresse. Ja. Wieso lässt du hier auch die sind deine Creepers Creeper in die Luft jagen, Mann? Egal, fuck it. Ich erzähl dir die Geschichte jetzt. Es ist eine lange Geschichte. Ich hab's gesehen, Mann. Ich war dabei. Ich hatte Hunger. Ich lief durch die Nacht und konnte nicht schnell laufen. Und dann kam ein Creeper. Na gut, so lang war die Geschichte auch. Oh Gott, ey. Oh, da ist jetzt auch noch ein Creeper, Mann. Was wollen die? Der hat eine Schildkröte auf dem Kopf. Geil. Ich hab eine Schildkröte auf dem Kopf, ich bin ein Arsch. Fuck, eine Schildkröte auf dem Kopf? Ich hab eine Schildkröte auf dem Kopf. Haben die irgendwie Drogen genommen, als sie das programmiert haben? Ja, denn ich bin der Programmierer. Ach so, ja. Okay, dann stell ich gar keine Fragen mehr. Du Schwuchtel. Ist auch besser so. Kann diese Bären gar nicht mehr. André, komm jetzt und sammel seine Sachen auf. Ich hab keinen Platz in dem Tag. Bin dabei. Okay. Weil sie liegen hier kreuz und quer. Ach, Kühe. Fuck it. Komm her, Kuh. Und es dauert nicht lange. Und packt das in eure Kiste bei euch zu Hause. Scheiße, ich verhunger. Ich verhunger. Nein, 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 nein. Komm her. Er stirbt auf. Bernd. Da, ich hab dir was gegeben, du Sau. Hey, hier. Meine Fresse. Nee, lass ihn verrecken, damit ich mich besser fühle. Nein, jetzt kommt sowas. Oh nein, ich renne lieber. Das Gute ist, dass hier ganz viele Kühe sind. Tja, ich bin hier der Kuhzüchter. Ich bin der Held der Kühe. Boah. Die Kühe verehren mich. Ich bin ihr König. Und sie geben mir Fleisch und ihre Milch. Okay, wahrscheinlich kriegen sie ein bisschen krank. Du Spast, ey. Für was kann man Schweinefett benutzen? Hey, bitte, wieso funktioniert das hier nicht? Gibt es Wasser, was einen langsamer macht? Ah ne, es ist wahrscheinlich der Matsch hier.
Warte, ist der Baum, den ich gepflanzt habe, größer geworden? Warte, so, wieso funktioniert das nicht? So. Fuck, jetzt kommt schon wieder so ein Scheißviech. Ach so, okay, jetzt weiß ich Bescheid. Ach, oder? Nein. Funktionieren hier eigentlich auch Goldäpfel? Ja. Also, wenn man Gold findet... wahrscheinlich schwerer zu bauen, oder? Nee, ich glaube... Alter, nein, hier so ein Mistvieh! Nein! Oh, André, komm schnell her, Mann, bitte! Ey, komm mal her! Fuck! Das ist dieses Vibe da, das dich so oft getötet hat. Bring es mal eben bitte um. Ach, Duluhan oder was? Ja. Ich weiß schon den Namen aus. Ich hab nur noch ein Herz, Mann. Warte, ich lass... Oh, scheiße. Wo ist es? Unter mir. Oh, nice. Seaweed. Gib ihr! Also ja. Tagsüber ist der Weg eigentlich entspannt. Also du brauchst dir keine Sorgen machen. Du kannst auch sterben. Flaue. Alter. Gott. Oh, ich hab Kotten. Ja. Was ist das denn, bitteschön? Der Baumwolle. Oh, fuck. Warte, wer hat die Pattern? Oder Plättern oder diese Form da, wer hat die? Oder habt ihr die da bei mir liegen lassen? Keine Ahnung. Habt ihr liegen lassen? Wahrscheinlich liegen sie bei dir in der Kiste. Ja. Hast du ein Crafting Table in deinem Haus? Ich hab alles in meinem Haus. Wo ist dieser Crafting Table? Musst du suchen. Diese Harpien sind zum Glück, so. Die verteidigen zum Glück nur ihr Gebiet. Das heißt, wenn man weg von ihnen geht, dann lassen sie ja nicht. Echt? Ja. Das ist sehr praktisch. Praktisch. Du hast eben kein Crafting Table. Boah. Einmal mit Profis arbeiten. Sag ich auch immer. So. Also ich bin hier der neue Tat dann. König der Natur. Alter. Die Natur gibt mir, was ich brauche. Warte, wenn du mit einem Mattock Rechtsklick auf den Boden machst, dann gräbst du so ein Loch und da kommen immer so solche Samen raus. Wow, Peter Griffin. Nein, einfach nur Griffin. Einfach nur Griffin. Oh Gott, ich bin am Verrecken, Mann. Das geht ja gar nicht klar. Aber komm, nochmal die Gussform schaffe ich noch zu machen. Aus letzter Kraft. Hört sich ja wie beim Kacken an. So. Ist es auch so? Ja, aber es funktioniert nicht. What the fuck? Ich find's nice, dass hier überall Kühe rumgammeln. Aluminium funktioniert nicht, okay. Alter, what the fuck? Die Höhle habe ich ja noch nie gesehen. Die sieht ja mal richtig krass aus. Aber hier sind Zombies, scheiße. Junge, wieso funktioniert das nicht? Okay, auf jeden Fall. Okay, ich fange an, Hallus zu schieben. Also wenn ganz unten, also euer psychischer Zustand am Arsch ist, dann fang an, Hallus. Ne? Ich bin 100%ig. Ich bin 0. Das muss an meinem Einklang mit der Natur liegen. Gott. Ich finde hier einfach so viel Essen, richtig krass. So, auf jeden Fall. Ich bin 99. Auf jeden Fall war's das mit der Folge. Und ja, haut rein, schaltet ein, hier war der Apo, ciao. Bis zum nächsten Mal.